Jo, moin Leute. Ich bin heute beim Bernd unterwegs. Der Bernd hat eine wahnsinnig spannende Anlage. Und zwar hat er oben eine Windkraft. Also zeigen wir euch gleich. Und er hat noch jede Menge PV. Ja, wie viel Windkraft hast du? Ja, die Anlage hat eine Nennleistung von 700 Watt. Der Wechselrichter hat eine Nennleistung von 800 Watt. Und PV in Spitze oder in Summe sind 13,2 Kilowatt Spitze. Was beim Bernd total spannend ist, ist auch, wie er den Akku bespeist. Also er hat auch einen Akku unten. Und erklär mal ganz kurz, wie du das machst. Also das fand ich total interessant. So üblicherweise, wie bei mir zum Beispiel, ist die PV direkt an den Wechselrichter angeschlossen. Und der Wechselrichter lädt dann den Akku und geht dann irgendwie ins Netz. Und beim Bernd ist es tatsächlich ein bisschen anders, ne? Wie machst du es? Ja, es ist so, dass ich ganz viele normale Netzwechselrichter habe. Also ob das hier der Windkraftwechselrichter ist oder da ein kleiner Grohwattwechselrichter für die Anlage hier auf der Gaube. Oder von draußen die Netzwechselrichter, die gehen alle aufs Hausnetz. Und von Victron unten der Batteriewechselrichter misst über ein Energy Meter, ob ich im Bezug bin oder ob ich einspeise. Und dementsprechend wird der Akku geladen oder entladen. Das heißt, alle Wechselrichter, die ich habe, sind netzparallel, Netzwechselrichter, und gehen darüber der Energiefluss in den Akku dann rein, geregelt oder ja geregelt von dem Victron. Wechselrichter. Cool, also quasi hast du ganz viele kleine Mikrowechselrichter, die alle einspeisen, und der Victron, der pumpt dann in den Akku, also komplett unabhängig praktisch von den anderen, ne? Ja, exakt. Das ist cool. Alles klar, ja, dann gucken wir uns die Windkraftanlage mal an, würde ich sagen. Ab geht's. Jo. Zur Windkraftanlage nochmal. Was hat die gekostet? Ja, die eigentliche Anlage selber vom Bosporus so circa 350 Euro. Der Wechselrichter circa 1300 Euro. Der ist relativ teuer, weil der eine ganz andere Kennliniengeschichte hat und einen anderen Aufbau als ein normaler PV-Wechselrichter. Und den Mast habe ich selber geschweißt aus alten Sachen. Also dazu kann ich nicht wirklich was sagen, wie viel der kosten würde, wenn man ihn so kauft. Und dazu kommen noch ca. 100 Euro Kleinmaterial, Seilklemmen, Abspannseile und so weiter. Genau. Ja, der Ertrag ist relativ mäßig. Das waren in den letzten Wochen ca. 4 Kilowattstunden. Allerdings ist die Anlage auch noch in der Optimierung. Ich denke aber, dass es in etwa so bleiben wird. Also man ist besser beraten, hier am Standort, muss man ausdrücklich sagen, in PV zu investieren. Die Windkraftanlage ist da eher eine Modelleisenbahn. Bei Windkraft ist auch immer das Problem, die lokalen, also die Höhe ist entscheidend bei Windkraft. Je höher, desto besser. Deswegen baut man die auch so extrem hoch. Und das ist natürlich bei den Kleinen halt immer das große Problem. Also man hat halt immer diese, obwohl du hier eigentlich eine recht gute Angriffsfläche hast im Prinzip, ne? Von daher ist das so wahrscheinlich war jetzt auch mein ursprünglicher Gedanke. Gar nicht so schlecht. Waren das jetzt nochmal insgesamt an PV? 13,2 Kilowatt Spitze. Die sind bei mir allerdings verteilt auf ganz verschiedene Standorte. Das hat die Historie bedingt. Ein Generator hängt an der Fassade draußen dran. Kann man wahrscheinlich auch im Foto dann sehen. Vier Module sind hier oben auf der Gaube drauf, also flach. Dann habe ich an einem Holzschuppen noch jeweils zwei dran gemacht. Und jetzt jüngst halt den Zaungenerator, den sogenannten, mit Ost-West fertig gemacht. Und dadurch, dass alle an einem anderen Standort sind, hat halt jeder Generator für sich einen eigenen Netzwechselrichter. Das hat halt damit zu tun, dass die Standorte quasi komplett anders sind. Und Also du hast für jeden String, den du hast jetzt sehr viele kleine Strings sozusagen, und für jeden hast du einen kleinen Grohwattwechselrichter, ne? Also so ein Ding, der geht direkt ans Netz praktisch. Ja, fast so. Also ich habe, jeder String geht an einen Wechselrichter. Das ist dann nicht immer ein Grohwatt, das ist auch mal ein Envatec-Wechselrichter für nur zwei Module. Oder ein SMA-Wechselrichter unten im Keller für den Fassadengenerator. Die haben halt auch alle eine unterschiedliche Leistung, weil ich halt unterschiedlich viele Module jeweils dran habe. Also ich habe hier nicht die Möglichkeit, alles auf ein Dach zu bauen, was mir am liebsten gewesen wäre. Wenn ich Dachfläche hätte, hätte ich es einfach zugemacht mit PV. Aber das geht halt hier nicht, weil die Lage halt so ist, wie sie ist. Und dementsprechend habe ich halt
angefangen mit dem Generator auf dem Holzschuppen, dann auf der Gaube, auf der Fassade, auf dem Zaun und so weiter. Und dementsprechend kamen halt die unterschiedlichen Generatoren mit unterschiedlichen Spitzenleistungen und entsprechend unterschiedlichen Wechselrichtern auch wieder mit unterschiedlichen Leistungen, logischerweise. Wir haben ja zusammen tatsächlich einen Akku bestellt, also oder was heißt einen? Wir haben zusammen 32 Lithium-Eisenphosphat aus China bestellt, also von Shenzhen Basin. Meine sind ein bisschen später gekommen als deine. Ich habe meine noch nicht mal ausgepackt. Wenn ich es tue, dann werde ich auch ein Video dazu machen. Deine haben wir schon ausgepackt und auch kurz getestet. Ne? Du, ja. 230 Amperestunden waren das bei dir, ne? Ja, exakt. Genau. Und ja, wir haben die mal durchgemessen, also Innenwiderstand gemessen, die Spannung, weil die sind ja 2 Monate unterwegs. Das heißt, wenn jetzt einer irgendwie Auffälligkeiten zeigen sollte, also hohen Spannungsverlust, würde man das ja sehen. Und da war gar nichts. Also die waren eigentlich alle 1A. Und das Interessante finde ich bei dir, du hast ja jetzt im Prinzip alle Wechselrichter, die direkt an den Solarpanels sind oder den Modulstrings, die gehen ja gar nicht an den Akku, also die sind ja überhaupt nicht an dem Akku verbunden. Das heißt, die speisen ja in dein Hausnetz ein und dann hast du unten von Victron, glaube ich, noch einen stehen und der speist dann tatsächlich in den Akku dann. Also der greift dann immer die Überschüsse ab und speist dann in den Akku ein. Das ist ziemlich cool. Warum hast du das so gemacht? Ja, der Hintergrund ist, dass halt die ganzen kleinen oder auch größeren Anlagen halt im Laufe der Zeit entstanden sind und ich nicht die Möglichkeit habe, zentral alles auf einen Wechselrichter zu bringen. Oder aber die Möglichkeit habe, aber nur unter massivem Aufwand. Und deshalb hängen quasi alle Wechselrichter am Netz und ebenso der Victron Multiplus 2. Und der erfasst den Energiebedarf oder Energieüberschuss vom Haus durch einen Smart Meter, was im Zählerschrank sitzt, unmittelbar hinter meinem Haushaltszähler. Und dementsprechend kann der Victron dann entscheiden, ich lade den Akku oder ich entlade den Akku. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, also bei dir ist es ja praktisch so, du hast ganz viele kleine Strings, weil du einfach keine große Dachfläche hast. Deswegen hast du quasi hier einen und da einen und überall reingepackt. Und das macht für dich halt mega viel Sinn, deswegen quasi dein Hausnetz als Verbindung sozusagen zu nehmen zum Akku. Ne? Also was ja für viele ganz interessant ist, also das ist eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Kann ich eigentlich meinen Akku übers Hausnetz laden? Ja, das geht. Also ich würde euch das Gerät, was er hat, das ist der Multiplus von Victron, ne? Multiplus 2. Ja. Genau, also wenn es euch interessiert, können wir auch gerne nochmal eine exakte Folge darüber drehen oder noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Du bist ja aktuell auch noch im Aufbau, also es ist noch nicht fertig, deswegen können wir es euch noch nicht so richtig zeigen. Wenn es soweit ist, machen wir es sehr gerne. Und das ist ja für viele Leute total interessant, also auch zum Beispiel, wenn ich mehrere Balkonsolaranlagen habe oder hier und da mal irgendwie ein bisschen Platz und ganz viele verteilte Anlagen, könnte ich es genauso machen. Das ist ziemlich cool, ja. Nee, richtig, ja, super. Also ganz genau. Ja, so ist es halt bei mir auch. Wenn man halt viele Einzelanlagen hat, dann muss man es eigentlich so machen, aufgrund der Kabelwege. Wenn man die Möglichkeit hat, ein ganzes Dach zu belegen, dann kann man natürlich alles in einem Gerät machen, sprich einen Hybridwechselrichter nehmen, was der Multiplus 2 auch ist. Aber dann kann man den direkt nehmen. Aber bei mir kam halt alles Stück für Stück und an ganz verschiedenen Standorten, also bezogen aufs Haus und Grundstück. Und dementsprechend gibt es da gar keine andere Möglichkeit. Aber die Möglichkeit hat auch Vorteile. Naja, mit dem Stück für Stück sehe ich immer auch als Vorteil, weil man muss keinen Kredit aufnehmen oder so. Du kannst es ja auch finanziell dann quasi immer so aufteilen. Ne? Also das ist ja auch irgendwas, so eine Riesenanlage auf einmal zu kaufen, können ja die wenigsten, da muss man halt einen Kredit aufnehmen und so. Und so kann man das halt, finde ich, auch peu à peu machen und dann den Akku dazu. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich glaube, das Problem haben ja viele. Ne? Das war bei mir auch so. Ich habe ja auch quasi meine Anlage peu à peu aufgebaut, den Akku jetzt nochmal erweitert und absolut sinnvoll, ne? Kann ich gut verstehen. Noch eine Frage, so was kostet denn, weißt du noch die Preise, die Einzelpreise von den Modulen, von den vom Wechselrichter oder von den Growatt-Dingern? Also, falls jetzt nicht, kann ich gerne nachgucken und blende die hier unten ein. Das, also was du weißt, sag einfach und was nicht, finden wir dann noch raus. Also zur Größenordnung bei den Modulen ist es so, dass 1,150 brutto kostet. Was haben wir eben gesagt? Also 33 habe ich jetzt in Summe hier. Die haben 375 Watt Spitze. Ja, genau, 375 Watt Spitze. Unterkonstruktion kann ich jetzt nichts genau sagen. Ich meine 6 Meter 50 Euro dieses Jahr der Preis. Letztes Jahr war es die Hälfte. Dazu kommen halt noch die ganzen Klemmen und so weiter. Und zu den Wechselrichtern würde ich sagen, also so ein Envatec Mikrowechselrichter für 2 Module liegt so bei 250 Euro. Ein Growatt mit 1500 Watt vielleicht bei 300 und ein Growatt mit 3000 Watt so circa bei 400 Euro. Ein SMA-Wechselrichter mit 2,5 kW Spitzenleistung, Tendenz so 500, würde ich sagen. Ja.
Der Victron Multiplus, was hat der gekostet? Weiß das noch? Dazu muss man sagen, dass der noch eine Schnittstelle braucht. Ansonsten kann man ihn nicht programmieren und er kann sonst die Daten über das Smart Meter von Victron nicht erfassen. Das waren in Summe circa 1500 Euro für das ganze Paket sozusagen. Also Wechselrichter mit der Zarbo GX Schnittstelle und dem Smart Meter in der 5 KVA Version. Also wenn man so will, 5 kW, die gibt es auch noch in 7 oder 8 kW oder 10, aber halt in der 5 KVA-Version, ja. Ja, alles klar. Ja, ich denke, das waren jetzt so die gröbsten Daten. Vielen Dank, fand ich super interessant. Also ich finde deine Anlage auch total spannend. Ja, ich auch. Nee, ist immer was ganz anderes. Ich finde das auch einfach clever gelöst. Ne? Also mit diesen vielen Einzelstrings, mit der Windkraftanlage. Du lässt halt einfach alle kommunizieren über dein Hausnetz. Und das finde ich eine schlaue Sache. Kannst aber trotzdem die Vorteile eines Akkus irgendwie nutzen. Und das ist natürlich nett. Ja, ich vermute, es ist ein klein bisschen teurer wegen der kleinen Wechselrichter, die man noch zusätzlich braucht praktisch. Ist aber nicht schlimm. Also wie gesagt, dadurch gewinnt man diese Freiheit und kann sich unter Umständen viel Verkabelung oder sehr komplexe Konstruktionen sparen. Also unterm Strich muss man gucken. Für viele Wohnungen, Häuser, was auch immer, kann das, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Sache sein. Also. Ja, absolut. Eins möchte ich dazu noch sagen. Ein häufiges Problem, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, dass bestimmte Wechselrichter, wenn zu viele Anlagen dran sind, die Leistung nicht mehr verarbeiten können. Das ist bei mir halt nicht der Fall. Jeder Wechselrichter erzeugt entsprechend der Leistung der Module alles, was er kann. Und das wird halt nicht begrenzt. Dementsprechend steht auch die Energieverfügung, also zur Verfügung. Es wird nicht abgeriegelt. Wenn ich zum Beispiel nur 10 kW einen Wechselrichter mit 10 kW habe oder beispielsweise 5 kW Laden und 5 kW Haus, was ja auch oft der Fall ist, in diese Geschichte falle ich halt nicht rein. Ich bin halt nur begrenzt durch die 5 kVA Laden oder Entladen vom Victron Multiplus 2. Aber ansonsten erzeugen alle Wechselrichter das, was jetzt gerade die Sonne hergibt, ja. Vielen Dank und ja, ich denke, wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist eine spannende Sache hier. Also. Danke, Andi. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Ciao. Ciao.